Ja, moin, liebe YouTuber. Der Film Midsommar ist durch. Ich zeige euch hier jetzt nochmal die Disc und das Inlay. Und dann geht es jetzt auch los mit meiner Bewertung von Midsommar. Ihr seht es wahrscheinlich an meinem Gesicht, ich bin echt geflasht vom Film. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Also so eine heftige, abgefuckte Scheiße habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das heißt nicht, dass der Film schlecht ist. Der Film ist in keinesfalls schlecht, aber so viel abgefuckte Scheiße in meinem Film, ey. Why? Warum? Alter, im Kino weiß ich nicht, was ich da gemacht hätte. Ich wäre nicht rausgegangen, aber das ist schon. Der Film Midsommar ist ja wohl mal das Härteste. Das Härteste. Und hier die FSK 16, Alter. Ist das euer Ernst? Also, die Gewaltdarstellung ist schon mal echt heftig. Also, ihr. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich von dem Film halten soll. Der Film ist einfach nur krank. Das ist einfach nur krank, ey. Wenn es sowas wirklich geben würde, ey. Alter. Der Film hat mich echt fertig gemacht. Und ich fand den Film jetzt auch mit 147 Minuten. Ist der echt verdammt lang? Also mein Fazit von dem Film ist, ey, wenn ihr wirklich zart beseitet seid, wenn ihr ein zartes Gemüt habt oder so, ist Midsommar kein Film für euch. Ich muss schon mal sagen, weil ich aktuellere Filme jetzt gar nicht mehr so gesichtet habe. So seit Jahren mache ich das eigentlich nicht mehr so, einfach nur noch neue Filme, die mir gefallen, und ich gucke mir mehr so alte Filme an. Aber der, what the fuck, Alter? What the fuck? Kranke Story? Kranke Story einfach nur. Wow. Ey, da habe ich jetzt büst dran zu knusern an dem Film, ey. Echt. Also. Ich weiß auch nicht, ob ich mir den noch ein zweites Mal angucken werde. Das weiß ich echt nicht. Wie gesagt, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Also, falls ihr den Film schon gesehen habt oder so, schreibt mir unten rein Feedback, ob ihr den auch so heftig fandet oder ob ihr auch im Kino gewesen wart und gesagt habt, wow, also nach diesem Film könnte ich nicht mehr ruhig schlafen. Da könnte ich echt kein Auge mehr zutun nach dem Film. Oh. Krank. Verstörend. Verstörend. Einfach nur verstörend. Ja. Kriegt trotzdem von mir einen Daumen hoch. Oh. Einen Daumen so. Heftiger Scheiß, Alter. Echt. Das ist keine leichte Kost, der Film. Naja, Leute, das war mein Feedback zu Midsommar. Keine Ahnung, ob es auch noch eine verlängerte Fassung geben wird. 147 Minuten, echt ein bisschen lang gehalten. Dieser Film wurde extrem doll gestreckt, aber von mir gibt es einen Daumen hoch und netter kleiner Geheimtipp von mir aus.